sich ein Stück weit der Situation, die vom Land auch vorgegeben und von der Region vorgegeben worden sind, auch anpasst und damit auch ineinander greift. Wir werden vor allem darauf achten, auch weiterhin die Dienstleistungen der Stadt bestmöglich anzubieten, gerade die existenziellen Dienstleistungen. Wir werden da aber natürlich schauen müssen, wie wir das so kanalisieren und so einbetten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin eben auch diese Dienstleistungen erbringen können und gleichzeitig auch die Bürger.